Es sieht aus, als würden sie einfach ein bisschen spielen. Doch für die Teilnehmer der Europäischen Talentakademie in Lindau ist es mehr als Unterhaltung. Sie lernen an den Gesellschaftsspielen Stück für Stück Strategien zu erkennen und mathematisch zu erklären. Die Akademie für hochbegabte Jugendliche wurde von der Fraunhofer Gesellschaft bereits vor 7 Jahren ins Leben gerufen. Weil es uns natürlich ein Anliegen ist, mit diesen begabten Jugendlichen frühzeitig in Kontakt zu kommen, um die auch als spätere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Fraunhofer zu gewinnen. Wir fördern die Jugendlichen hier auch im naturwissenschaftlichen Denken. Und das ist für Fraunhofer wichtig, weil wir diese Menschen brauchen, die eben an unseren Instituten dann die Forschung weiter betreiben. Die für die 10. und 11. Jahrgangsstufe ausgerichtete Akademie dauert 2 Wochen. In der Zeit lernen die Jugendlichen nicht nur zusammen, sie wohnen auch gemeinsam in Lindau. Dieses Jahr haben sich für das Projekt über 200 Schüler beworben. Dabei gibt es nur 60 Plätze zu vergeben. Die Noten sind gar nicht so entscheidend, um hier mitzumachen, sondern es geht vielmehr darum, dass man Spaß hat, Sachen auch in anderen Dimensionen zu denken und zu betrachten. Dass man also über den Tellerrand hinausschaut und durchaus auch mal Sachen verknüpft, die so auf den ersten Blick vielleicht gar nichts miteinander zu tun haben. Deshalb bietet die Fraunhofer Gesellschaft nicht nur naturwissenschaftliche Kurse an. Um freies Denken in Gang zu setzen, haben sie auch Geisteswissenschaften mit Literatur und Musik integriert. Weil wir der Meinung sind, es muss eine ganzheitliche Förderung stattfinden. Dass man also sich mit einem Thema mal von Anfang bis Ende auseinandersetzt. Und auch für Naturwissenschaften ist das wichtig, sich mit geisteswissenschaftlichen Themen auseinandergesetzt zu haben, auch wissenschaftlich. Und deswegen haben wir hier auch Kursleiter und Referenten, die wirklich Profis sind in ihrem Fach, damit die Jugendlichen eben auf hohem Niveau ihre Fragen stellen können und man gemeinsam nach Antworten sucht. Das gelingt so die Organisatoren besonders gut wegen der entspannten Atmosphäre in den Kursen. Denn Konkurrenzdenken und Notendruck gibt es hier nicht. Egal ob beim Morsen oder am Oszilloskop, jeder bringt so viel ein, wie er will. Besonders wichtig ist den Veranstaltern der grenzübergreifende Austausch zwischen den Teilnehmern. Denn die kommen neben Bayern auch aus Österreich, Italien und der Schweiz. Nach der Akademie hat sich ein sehr gutes Netzwerk im Regelfall gebildet, was über die Akademie lange Zeit Bestand hat. Das wissen wir so aus den 2005er Absolventen, die es ja auch schon gibt, die sich teilweise dann auch in privaten treffen, die teilweise in gleichen Städten studieren, die auch einen engen Kontakt wieder zu Fraunhofer pflegen, weil sie dann eben Praktikumsplätze suchen, weil sie mitarbeiten wollen schon an den Instituten. Und da kommt sehr viel zurück von dem, was man so reingegeben hat, investiert hat. Und das ist natürlich eine sehr große Freude. Zeit zum Forschen haben die Teilnehmer nur noch bis zum kommenden Freitag. Doch bereits Ende Oktober werden sie sich beim Nachbereitungswochenende wieder treffen.